Hallo, grüß euch. Ich mache wieder eine abstrakte Art-Journal-Seite und anstatt von Aquarellfarben verwende ich halt die Neocolor Crayons. Ich habe da leider so einen blöden Autofokus drauf, der geht aber dann weg, sobald meine Hand aus dem Sprüh ist. Ich habe mir gedacht, ich verwende mal die Neocolor Crayons, weil vielleicht hat nicht jeder Aquarellfarben daheim und möchte trotzdem einfach ein bisschen malen. Und ich finde, die funktionieren auch total gut. Sie sind eher ein bisschen deckender wie Aquarellfarben und sie trocknen auch ein bisschen kreidiger, also nicht ganz so leuchtend. Aber ich finde, dass die trotzdem toll funktionieren und man hat halt alles in einem. Also die Farbe, man kann damit kritzeln, man kann damit zeichnen und das finde ich eigentlich ganz praktisch. Ich verwende wie immer das Art Journal von Kunst und Papier. Das hat ein Aquarellpapier drin, das mit, glaube ich, 25 oder 30% Baumwolle ist. Ansonsten ist es kalt gepresst, also mit ein bisschen Struktur. Und hier drauf funktionieren die Crayons total gut. Die Kreiden. Die lösen sich wirklich komplett vom Papier an. Und man kann auch auf die feuchten Bereiche, also in die feuchten Bereiche reinmalen, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man da nicht das Papier zu viel bearbeitet, weil es doch nicht so dick ist und deswegen nicht so stabil. Man muss ein bisschen schauen, nicht jedes Aquarellpapier oder jedes Papier funktioniert mit diesen Kreiden gut. Es gibt ein paar Papiere, da lösen sich die Kreiden her noch nicht so gut vom Untergrund ab. Da muss man sie einfach ein bisschen durchprobieren. Ich mache das halt wie immer ohne Plan und mal ganz intuitiv. Ich habe mir diesmal nicht einmal irgendwelche Farben überlegt. Ich habe wirklich einfach drauf losgekritzelt und gemalt. Ich kann euch auch die Farben von den Kreiden nicht sagen, weil ihr seht ja, wie die schon ausschauen bei mir. Und da stehen auf dem Papier um die Kreide stehen die Farbnummern bzw. die Namen drauf. Und die kann man innerhalb kürzester Zeit dann schon nicht mehr lesen und manchmal habe ich es schon übergerissen. Ja, aber ich finde, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Da seht ihr bei dem Kreis, den ich gerade mache, dass das Papier schon ein bisschen empfindlich ist. Es druckt sich sehr ein. Und das sollte man vielleicht dann ein bisschen, sagen wir mal, sollte ein bisschen vorsichtig sein, wenn man schon merkt, dass das Papier an Schaden nimmt. Einfach das Ganze komplett trocknen lassen und dann kann man da wieder drüber malen. Ich möchte eine dunkle Farbe dazu nehmen und die teste ganz kurz auf der linken Seite, ob mir die schon gefällt. Ich entscheide mich da für dunkles Blau und ich kritzel einfach in die feuchten Bereiche. Ich mache das ein bisschen langsamer, damit die Kreide auch Zeit hat, ein Pigment abzugeben. Wenn euch solche Videos gefallen, dann könnt ihr mal schauen auf meinem Kanal. Es sind schon einige abstrakte Aquarellvideos. Eben wie gesagt, meistens mit Aquarellfarben. Ich mische das total gern und verwende zusätzlich die Kreiden oder Aquarellbuntstifte. Man hat auch die Möglichkeit, die Kreiden separat zu verwenden, also nicht gleich direkt auf dem Papier, sondern auf irgendeiner Art Palette. Ich verwende hier meine Glasunterlage und da male ich einfach mit der Kreide drauf und dann verwende ich Pinsel und Wasser und kann die Farbaufnehmer eigentlich ähnlich wie aus einer Tube oder wie von der Aquarellpalette.
Und mit dieser Technik lassen Sie die Farben auch wunderbar mischen. Man nimmt einfach zwei verschiedene. Ich habe dort so einen Braunton und ein Orange und ich mische die auf meiner Glasplatte zusammen. Ich habe das leider außerhalb vom Bildschirm, aber ich glaube, so schlimm ist das nicht. Und da mische ich einfach mit ein bisschen Wasser und dem Pinsel die Farbe zusammen und kann die dann verwenden. Ich werde das Ganze jetzt einmal komplett trocknen lassen, bevor ich weitermache, weil eben das Papier schon ein bisschen empfindlicher ist durch dieses Auftragen von den Kreiden. Das ist doch ein bisschen strapaziöser wie mit dem Pinsel. Ja, und dann mache ich einfach nur eine zweite Schicht dazu und ein paar Akzente. Ich möchte die dunkleren Bereiche einfach nur ein bisschen dunkler kriegen und deswegen kommt da nur eine zweite Schicht Blau drauf. Mir gefallen außerdem diese Linien, die die Kreiden machen auf diesem strukturierten Papier. Das gefällt mir recht gut und deswegen mache ich da einfach auch noch ein paar Kritzeleien, die ich später gar nicht mit dem Pinsel vermale, sondern einfach so lasse. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Blogpost. Da gibt es eigentlich immer einen Beitrag für ein Video oder zu einem neuen Video mit Fotos und da kann man sich die Fotos einfach nur mal ganz in Ruhe anschauen. Die Seite trockne jetzt mit dem Heißluftföhn und dann möchte ich noch ein bisschen was stempeln und mit den Posca-Markern ein paar Muster reinzeichnen. Zum Stempeln verwende ich einen Stempel aus der Craft Collection Nummer 3. Und zwar habe ich erst gedacht, ich stempel die jetzt erst mal irgendwo hier, aber da fällt mir dann auf, dass die so ein bisschen für eine Getreideoptik hat, besonders wenn man da vielleicht mit den Posca-Markern nochmal drumherum zeichnet. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich einfach drei auf die Seite stempel und das nachher wie so Getreideähren ausschauen lasse. Zum Stempeln verwende ich von Stayson das Midnight Blue. Das ist einfach so dunkles Blau und ich finde, das passt perfekt zu dem, was ich sowieso schon auf der Seite habe. Ich möchte noch ein bisschen mehr Textur stempeln, da verwende ich nur einen anderen Musterstempel aus irgendeinem der Pencilmax-Stempelsets in Orange. Und ich tue den auch bloß einmal quasi mit Tinte einfärben und dann stempel ich den auch einmal ab, damit ich verschiedene Farbtöne, Farbschattierungen kriege.
Sowas kann man natürlich ganz einfach auch mit einem Aquarellpinsel machen. Wenn man da die Spitze ein bisschen ins Wasser taucht, dann kriegt man so einen schönen satten Strich und damit kann man auch allerlei Muster aufs Papier bringen. Hier umrande ich jetzt diesen Blätterstempel mit einem weißen Posca Paint Pen. Teilweise mache ich es doppelt, weil die blaue Farbe so ein bisschen reinblutet und mein Posca-Stift schon dem Ende sich neigt. Das heißt, die Farbe ist nicht mehr ganz so sättigend und intensiv. Das ist auch der Grund, warum ich den öfters mal schüttel. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen schneller gemacht, damit es nicht so lang dauert. Ich verwende diesen Posca-Marker total gern für solche Zeichnungen auf einer Seite und gerade auf dem Aquarell funktionieren die hervorragend. Sie sind ein bisschen schwierig auf diesen kreidigen Hintergründen. Wenn die Kreiden nicht komplett angelöst sind, dann bleibt so Wachsschicht und da funktioniert dieser Posca-Marker nicht so gut drauf. Aber ihr seht jetzt da zum Beispiel zum Punktemacher funktioniert sowieso. Und meine Kreiden sind an den meisten Stellen ja gelöst. Ich habe nur wenig Stellen drauf, wo die Neocolor so pur auf dem Papier sind. Da mache ich jetzt einfach ein paar Punkte. Ich finde so Punktemuster eigentlich immer ganz schön und das tut diese durchgehend blaue Fläche so ein bisschen aufbrechen. Zum Abschluss möchte ich ein paar Farbspritzer auf die Seite geben. Dafür kann man natürlich auch die Neocolors gut hernehmen. Ich tue die wie vorher auch schon einfach aufs Glas malen und dann mit Wasser anlösen. Und damit mache ich einfach ein paar kleine Farbspritzer auf die Seite. Ich finde, damit schaut es ein bisschen lebendiger aus. Ja, und das war mein Video für heute. Ich hoffe, die Seite gefällt euch. Ich finde, die ist eigentlich vom Layout her sehr schön geworden. Ich möchte das Ganze nächstes Mal nur in einer anderen Farbkombination ausprobieren. Und vielleicht mit ein bisschen Blattmetall dabei. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid inspiriert und wir sehen uns nächstes Mal. Pfiat euch!